Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. So, erstmal unseren Kundschafter schnappen und den nochmal zum Essen schicken. Da mal kurz gucken, habe ich oder wollte ich? Ne, die Speermacherei ist sogar schon fertig. Yay. Weißt du so gerade nicht, was ich mit ihm anfangen wollte? Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Das ist gut. Farbe habe ich ja schon zwei. Ich habe auch jemanden, der mir jetzt Geschirrüberproduktion macht. Das ist gut. Ich glaube, ich wollte ihn zum Speermacher machen, dass wir die Speere hinkriegen. Ja, das kann gut möglich sein. So, da wir noch... Also ja, erstmal wieder den Speed an. Also gut, wir wissen, wo wir Gold finden. Auch wenn das Gold ziemlich weit weg ist. So, du bist erwachsen, das heißt... Ja. Du... machst erstmal Möbel. Ein Stück. Du wirst Holzfäller und Werkzeugschreiner. Ja. Während du weiter erkundest. Oh, du bist schon fertig. Gut. Dann Holz. Ja. Ja. Du wieder in die Schule zurück. Ja, hier läuft alles soweit. Ja, den Druiden werden wir auch demnächst brauchen. Also. Oh ja, machen wir dann den zweiten Holzfäller noch zum Pilzsammler, sobald er mit den Speeren fertig ist. So. Werkzeugschreiner und dann auch noch gleich Farbe am besten. Also ja, hier gibt's Pilze. Und Nahrung gibt's im Überfluss. Gut. So, was wolltet ihr? 30 Speere? Und ihr 80 Bier und 50 Gold. Wir haben schon so viel Bier, wey. So, aber jetzt Speere. Du kannst trainiert werden. Ich versuche nämlich jetzt erst einmal, mich mit den Indianern anzufreunden und dann gucke ich mal, wie sie reagieren. Weil wenn sie dann nur mit uns handeln, dann müssen wir anfangen, Waffen herzustellen, also mehr Waffen. Wenn sie anfangen, die Feinde anzugreifen, dann, also die Mayas, dann haben wir vielleicht Glück und sie...
töten sie alleine. Also werden wir die Mayas vielleicht besser los. Vor allem, weil das sind Meisterkrieger. Und wir damit unseren Truppen so gut gegenhalten können. Die sind nämlich stärker als Stufe 3 Krieger. Und die Pizza auf der Hütte ist schon fertig. Yay. So, bauen wir weiter Straßen, wenn wir es können. Erstmal hier oben rum. Zur Schule und dann hier unten noch. Schuhe, habe ich irgendeinen Grund, Schuhe im Überfluss zu produzieren? Ja, für Waffenröcke. Ich muss noch auf mein Leder achten, aber ich habe genug Leder eigentlich. So, ihr gebt mir Gold für Eisenwerkzeug. Ja, aber ich glaube, ich werde mein eigenes Gold herstellen. Und nur nochmal zurück zu den Indianern hier. Gut, Speermacher ist erfunden, das heißt, wir kriegen die Speere hoffentlich schneller zusammen. Ja, Jägerzelt steht schon seit einer Weile leer. Wir machen halt jede Menge Schuhe und Geschirr, das wir eintauschen können. So, du kannst trainiert werden. Und ja, wir kommen leider nicht an die Bären hier ran. Oder die Bären hier ran. Ach, er ist müde. Okay. Wie immer sicherheitshalber speichern. Nahrung konnte ich hier auch gegen irgendwas tauschen, gell? Okay, Leder gegen Geschirr. Und Schuhe gegen Waffenröcke, mhm. Ah ja, er nimmt Lehmklumpen aus dem Hauptlager, auch gut.
Okay, und hier sind wir wieder an einem Gebirge. Ja. Sehr viel Lehm, sehr viel Stein, wenn ich richtig sehe. Hm. Ja. Ja, will. Ja, will. Ja. Ja, will. Jo. Jo. Ja. Na gut, eigentlich sollte ich auch langsam mit Eisenwaren anfangen. Hier geben wir jetzt ein paar Büffel. Und den Bären. Also wie sonst keine Büffel. Okay, noch geht die Nahrung, aber wir müssen ihn bald mal wieder zu einem Nahrungsort bringen. So, dann machen wir mal Straße hier. Zehn Speere haben wir schon mal. Ja, du bist hungrig. Ich sehe es. Haus steht schon lange leer. Haus steht schon lange leer. Mhm. Oh, wir haben fast kein Holzwerkzeug mehr. Oh, eine kleine Wasserstelle. Oh, da oben gibt es auch noch einen Weg drum. Und ja, er fängt schon an zu hungern. Verhungern. Okay, Eisenmine ist fertig. Das heißt, wenn wir die Straßen alle haben, dann können wir uns um andere Sachen kümmern. Also dann können wir den Steinmetz mal umändern. Ach du. Weiter essen. Gut, hier unten fehlen noch die Straßen. Da wird doch die Straße zur Möbelwerkstatt. Ach, planen wir die auch gleich mal. So. Ja, will.
Ja, echt eine niedliche kleine Wasserstelle für die Bisons. Ja.